einmal ist keinmal und zweimal ist einmal zu viel. Da aber alle guten Dinge drei sind, muss man durch die zwei einfach durch. Und deswegen bin ich in dieser Sendung, dieser zweiten, wieder ganz früh aufgestanden, was den Vorteil hat, dass man den Tag länger genießen kann und das herrliche Aprilwetter. Allerdings kann es in dieser Gegend passieren, dass man plötzlich vor dem Leibhaftigen steht. Denn ganz in der Nähe, auf dem Boxberg, zu gut Deutsch Brocken, ist er ja zu Hause. Und da wir uns in dieser Sendung ins Detail verlieben, kann es passieren, dass wir plötzlich vor ihm stehen, denn da steckt er ja drin. Und hier in Blankenburg, wo ich mich den ganzen Tag befinde, ist er sowieso allgegenwärtig. Trotzdem sage ich am Morgen guten Tag Blankenburg und guten Abend, liebe Zuschauer. Ich befinde mich hier auf dem Marktplatz von Blankenburg, auf dem, mich schaudert, 1826 das letzte Todesurteil vollstreckt wurde. Es traf einen Wilderer aus Tanne, der einen Förster erschossen hatte. Da fällt mir auch ein, warum ich so zeitig aufgestanden bin. Ich möchte nämlich den Revierförster von Blankenburg, Herrn Hellwig, heute Morgen auf seinem Anstand treffen. Unbewaffnet. Versteht sich. Falls es hier Wilderer in der Nähe gibt, kann ich nur hoffen, dass ich nicht mit dem Förster verwechselt werde. Guten Morgen, Herr Hellwig. Morgen, Herr Emmerlich. Guten Morgen. Guten Morgen, Biggi. Das ist ja ein herrliches Tier. Sagen Sie, ja. Welche Tiere kann man denn von hier oben beobachten? Ja, hier kommen Rotwild und Schwarzwild vor. Und die vertragen sich? Ab und zu ist auch mal ein Stück Muffelwild dabei. Ja, das bleibt nie aus. Warum der Harz Harz heißt, das weiß der Gescheite, weil wahrscheinlich hier seit Jahrhunderten geharzt wird. Nein, das ist nicht ganz so. Die Hauptbaumarten im Harz sind die Fichte und die Buche. Und geharzt wird die Kiefer, die hauptsächlich in der Altmark zum Beispiel vorkommt. Und warum heißt der Harz nun Harz? Das ist abgeleitet aus dem Mittelhochdeutschen und heißt kurz Wald. Das ist doch noch ein Bildungsvormittag. Herr Hellwig, Jagdgesellschaften, Jagdkollektive, das war ja früher etwas Privilegiertes. Wie läuft denn sowas heute? Heute müssen Sie eine Jägerprüfung ablegen und bekommen dann einen Jagdschein. Würden Sie mir sowas zutrauen, so eine Prüfung? Ich meine schon, aber wenn es nicht klappen sollte, wenden Sie sich vertrauensvoll an einen Neurologen, der hilft Ihnen vielleicht weiter. Das ist richtig zu wissen. Danke für den Tipp. Tiere sehen wir ja nicht allzu viel jetzt hier am Morgen. Könnten Sie vielleicht mal einen Rundschrei von sich geben? Ich versuch's mal. Kommt aber niemand, ne? Ja, die tun's nur im Herbst, im September. Die armen Tiere. Am Vogelherd findet heute ein außergewöhnliches, außerordentliches Finkenmanöver statt. Warum sind denn die Käfige in weißes Linnen gewickelt, Herr Pontöhler? Ja, das hängt mit der Natur des Buchfinken zusammen. Der ist ein Reviervogel und verteidigt also sein Brutrevier gegenüber anderen Buchfinken. Und das hat man sich zum Finkenmanöver zunutze gemacht und hat den Käfig eingehüllt, damit er seinen Nachbarn nicht sehen kann und praktisch der Käfig jetzt sein Brutrevier darstellt. Die können den Kollegen Sänger nicht leiden. Nein, wie sich doch die Bilder gleichen. Ja. Finkenmanöver, das klingt so kriegerisch und von Finken schlagen ist sogar die Rede. Am liebsten hätte ich den Tierschutzverein angerufen.
Das wäre Ihr größter Fehler gewesen, Herr Imrich. Denn der Finkenschlack ist der Gesang des Finken. Und das ist also das Entscheidende. Das ist ein Teil des Wettbewerbes. Das Finkenschlagen, der wird gezählt. Und dann gibt es noch den anderen Teil, nur der Schönheit weihe ich mein Leben. Da geht es um den schönen Gesang. So ist es. Dort sind bestimmte Schläge vorgeschrieben, die der Vogel also beherrschen muss. Er wird bewertet und nur die Reinheit und die Schönheit des Gesanges. Das hören wir uns jetzt mal, an. Herr Stille, ich bitte um eine selbige. Die man am Morgen schon so singen kann. Beneidenswert. Und wer gewinnt denn nun am Ende? Am Ende gewinnt der, der in der Tonlage ziemlich tief liegt. Bei Gleichheit in der Bewertung ist der in der Tonlage tiefere Vogel der Sieger. Der Bassist. Also der ein Bassist. Äußerst geschmackvoller Wettbewerb. So der Bassist gewinnt. So. Ich befinde mich hier am Torturm des bereits 1146 gegründeten Zisterzienserklosters Michaelstein. Der Namensgeber und Schutzpatron des Klosters, der Erzengel Michael, ist dort oben seit über 800 Jahren in Stein verewigt. Heutzutage geht es hinter den Klostermauern sehr lebendig zu, denn sie beherbergen ein international beachtetes Institut für musikalische Aufführungspraxis, ein Instrumentenmuseum und ein seit 1965 bestehendes Telemann-Kammerorchester sowie ein Barockensemble. Michel, so jung und doch schon Telemann. Ja, wenn Sie das aufs Ensemble beziehen, haben Sie sicherlich recht. Und umso eher sind auch die Parallelen zu Telemann zu ziehen, der uns überaus rhythmische, tänzerische und auch humorvolle Musik hinterlässt. Er hat ja auch sehr deftige Lieder geschrieben in seinen Generalbassübungen. Dann habe ich ja mit Generälen relativ wenig am Hut, mit dem Bass umso mehr. Ich bin ja so eine Art Reisebass. Und jetzt habe ich das seltene Glück, mit Ihnen gemeinsam das Lied Seltenes Glück musizieren zu dürfen. Das Pech beim Glück ist eigentlich nur, dass es meistens von kurzer Dauer ist. Und deswegen dauert dieses Lied nur 30 Sekunden. Ein Stamm, der ohne Gefahr ist, ein guter Ruhm, der wahr ist, ein Kapital, das wahr ist, ein Essen, das kein Gar ist, ein Trunk, der frisch und klar ist, ein Weib, das guter Haar ist und unter 20 Jahr ist. Wenn die zusammen da ist, das heißt ein Glück, das rar ist. Das Lebensgefühl des Barock ist dem unseren gar nicht so unähnlich. Quasi nach dem Motto, lustig gelebt, zufrieden gestorben, heißt dem Teufel die Rechnung verdorben. Meine Damen und Herren, wenn Sie aus dem ganzen Schlamassel mal nicht raus wollen und sich im Gegenteil daran erfreuen wollen, wenn es mal so richtig schön dicke kommt, dann müssen Sie als Teufelsbad nach Blankenburg gehen und sich in diese Wanne setzen. Jetzt natürlich nicht, Sie sehen, die ist mehr als voll. Übrigens, das Teufelsbad gibt es seit 56 Jahren, das dazugehörige Moor natürlich schon viel länger. Warum es nicht schon früher das Bad gegeben hat, das kann ich dir leicht erklären. In einer alten Zeitung habe ich gelesen, und zwar in dem gemeinnützigen Wochenblatt für Blankenburg und den Harz, dass im vorigen Jahrhundert die Magistratspersonen und sogenannte Honoratioren es sich nicht zu viel sein ließen, auf dem Stadtkeller und dem Schützenkruge bei ihren Trinkgelagen sich in obligate Prügeleien hervorzutun. Finde ich ja witzig. Was steht noch in dieser Zeitung? Das liegt so hinter noch mal her. Ein schöner Tag, ja. Ein wahnsinniger Tag.
Der Teufel wollte die Welt in zwei Reiche teilen, von denen er das eine beherrschen wollte. Da sein Thron auf dem Brocken war, sollte der Harz das Zentrum seines Reiches sein. Er wählte eine mondlose Nacht, um ein gewaltiges Werk zu errichten, eine steinerne Mauer, die bis zum Himmel reichen sollte. Mächtige Quader trug er zusammen und türmte sie übereinander. Als der Teufel mit dem letzten Stein durch die Luft geflogen kam, wanderte eine Bauersfrau von Thale nach Quedlinburg mit einer Kiepe auf dem Rücken, in der sich Hähnchen befanden, die sie auf dem Markt verkaufen wollte. Gebeugt unter der Last des Korbes lief sie gegen die Mauer, der Korb fiel ihr vom Rücken und die Hähnchen flatterten krähend davon. Der Teufel kann zwar eine Menge vertragen, nur keinen Hahnenschrei, der den neuen Morgen verkündet. Deshalb warf er unter lauten Flüchen den gewaltigen Felsbrocken, den er auf den Schultern trug, auf sein fast fertiges Werk und fuhr mit Donner, Rauch und Schwefelgestank in ein Felsloch, das heute noch Teufelsloch heißt. Die Mauer, die er nie fertig gebaut hat, erstreckt sich seither von Wallenstedt bis hinter Blankenburg und heißt bis heute Teufelsmauer. Der Volksmund sagt, mal nicht den Teufel an die Wand. Jetzt will ich mal sehen, was passiert, wenn ich es trotzdem tue. Sehen Sie, auf dem Volksmund ist eben Verlass. Sag mal, Luzifer, da du gerade da bist, was hältst du eigentlich von der Liebe? Ich hab mir's gedacht, nicht sein Ding, aber ihr's und meins. Das Leben bringt uns Der weltberühmte dänische Dichter Hans Christian Andersen hat wie viele seiner Berufskollegen auch eine Harzreise unternommen, und zwar im Jahre 1831. Er hat sich damals nicht nur an der herrlichen Landschaft, am schönen Ort erfreut, sondern er hatte auch eine hübsche Stadtführerin. Frau Hoffmann, wie war denn das mit Hans Christian Andersen und der schönen Stadtführerin? Hans Christian Andersen ging mit der Stadtführerin hinaus aus der Stadt zur Burg Regenstein. Und auf diesem Weg sind sie an einer wunderschönen Kirschblütenallee vorbeigekommen. Und der Hans Christian Andersen war so begeistert von dieser Blütenpracht, dass er in seinen Erinnerungen immer wieder von der Blütenstadt am Harz schrieb. Also wenn die Stadtführerin nur halb so schön gewesen ist wie Sie, verstehe ich nicht, dass er sich ständig die Blüten angesehen hat. Naja, Dichter. Was sollte denn der Fremde, wenn er nach Blankenburg kommt, außer Ihnen, sich noch ansehen? Ja, er sollte auf jeden Fall hier hinauf zum großen Schloss gehen. Dann kann er sich sehr schöne kunstgeschichtliche Stilelemente in der St. Bartholomäuskirche anschauen, von der Romanik bis zum Barock. Auch das altehrwürdige Rathaus, 1233, das erste Mal urkundlich erwähnt. Natürlich sollte er auch den Weg hinauf zur Burg Regenstein wagen und auch einen Blick in das kleine Schloss, das heute das Museum beherbergt, werfen. Sie geraten richtig ins Schwärmen. Ja, es ist ja auch meine kleine Stadt. Meine kleine Stadt ist immer noch klein. Neulich war ich wieder da. Atmete nochmal die Kinderzeit ein und stand lang vor unserem alten Haus
und ein Junge sah zum Fenster raus. Nur am Morgen des Lebens ist Wachsein ein Traum. Nie mehr duften die Gärten so schön und die Welt ist voll Wunder, wie heimlich und kaum am Morgen des Lebens geschehen. Ging den Schulweg nach und sah übern Zaun ins verbotene Paradies. Stieg dort auf den Baum, um Birnen zu klauen, brachte Mutter einen kleinen Strauß von den wilden Rosen mit nach Haus. Nur am Morgen des Lebens blüht am Wegrand der Mond. Nie mehr schmecken die Himbeeren so süß. Immer sucht man die Welt, die man unbemerkt schon am Morgen des Lebens verließ. Ich muss jetzt leider verlassen, ich bin beim Köhler beim hiesigen zum Mittagessen eingeladen. Wie komme ich denn dahin? Ja, am besten per Fahrrad. Das ist gut für die Natur und die Figur. Wir stehen ja hier am Radfernweg R1. Sie müssen den dann entlangfahren, aber vergessen Sie nicht, irgendwo rechts abzubiegen, denn der ist immerhin 265 Kilometer lang. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Immer und ewig auf Reisen, wie haltet ihr das bloß aus? Ihr lebt doch nur aus dem Koffer und ihr seid kaum zu Haus. Wenn uns die Leute das fragen, ziehen wir lachend den Hut. Wir können uns nicht beklagen, nur so geht's uns gut. Wenn ich mit dir auf Reisen bin, hab ich ein sonniges Leben. Wir fahren beide überall hin, wo man uns mag und versteht. Wenn ich mit dir auf Reisen bin, kann es nichts Schöneres geben, als immer da zu sein, wo man sich auf uns freut. Da, wo man lacht und singt und froh die Zeit verbringt. Glückliche, fahrende Leute, immer zum Singen bereit, gibt es ja nicht erst seit heute, gab es zu jeder Zeit. Immer in anderen Betten, Munterland, Runterland, rauf. So muss es sein, wollen wir wetten, so bleibt man wohl auf. Wenn ich mit dir auf Reisen bin, kann es nichts Schöneres geben, als immer da zu
Die Köhlerei und das Köhlerleben muss einer, wenn er es recht gewohnt werden will, von Jugend auf betreiben. Gewöhnlich nimmt daher der Vater Kohlenmeister schon seinen kleinen Sohn als Hulpen oder Knecht mit in den Wald und dieser folgt ihm nachher in dem Amte. Dann will ich mal sehen, ob es beim hiesigen Köhler bei Herrn Feldmann auch so war. Dazu benutze ich die Hillebille, das vorsintflutliche Funktelefon, und das heißt Köhler kommen. Und siehe da, da ist er. Guten Tag, Herr Feldmann. Guten Tag, immer nicht. Haben Sie auch als Hulpe begonnen? Nein, leider nicht. Ich bin erst 3 Jahren im Amt, aber ich habe Hulpen da. Was gibt es denn noch so für Zeichen, für Signale? Zum Beispiel, weil gerade jetzt so spät ist schon, mit zum Essen fassen gibt es. Das wäre mir sehr recht jetzt. Und da gibt es ein Signal. Zusammen. Die Suppe kommt. Aha. Und da sind Sie schon. Mahlzeit? Mahlzeit, Björn. Mahlzeit. Und Frauen arbeiten Mahlzeit. Auch bei Ihnen, Mahlzeit? Frauen arbeiten auch bei mir. Ja. Und zwar ist das unser Köhlerliesel. Das habe ich schon mal gehört. Die gute Köhlerbrotsuppe. Wie heißt es? Schiebensuppe, ne? Dankeschön. Guten Appetit. Wozu kann man den Holzkohle außer zum Grillen noch verwenden? Ja, für die Eisenindustrie, die chemische Industrie, die Wasserwirtschaft für Filterzwecke, die Pharmazie, Medizin, ein weites Bereich. Früher war ja Holzkohle ein Engpass. Warum eigentlich? Ja, DDR-Holzkohle war ein Exportschlager. Mhm. Die ehemalige DDR konnte sich damit die Wiesen erwirtschaften. Wir lieferten die Holzkohle nach Lüneburg. Und wie ist es heute? Genauso. Also hat sich nichts geändert. Für Westgeld kriegt man alles. Aber man kann auch was anderes machen mit Holzkohle. Mhm. Unter anderem Musik. Sie sehen, mit Kohle kann man eine Menge Kohle machen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich möchte mich verabschieden. Ich muss noch zur Gesellenherberge nach Blankenburg. Sagen Sie, eine letzte Frage. Ist das Ihr einziger Kontakt nach wie vor zur Außenwelt oder haben Sie es schon mal mit dem Funktelefon versucht? Wir haben es versucht, aber das hat den Hammer nicht ausgehalten. Nun riecht aus allen Zweigen das junge Maien frische Grün. Die ersten Märchen scheinen, die ersten Veilchen blühen. Das schöne deutsche Volkslied, das Wandern ist des Müllers Lust, sagt leider, und man muss es mal so deutlich sagen, nicht die Wahrheit über die deutsche Wanderbewegung. Denn über Jahrhunderte war die halbe Bevölkerung unterwegs. Selbst Männer wie Albrecht Dürer, Adam Opel und August Bebel waren wandernde Handwerksburschen. Denn seit dem 16. Jahrhundert gab es statt der Wehrpflicht die Wanderpflicht.
Was mit Wanderpflichtverweigerern geschah, das entzieht sich meiner Kenntnis. Und auch heute sind sie wieder unterwegs, auf der Walz, wie man sagt. Und zur Walz gehört natürlich auch die Balz. Denn die Frauen singen, nur ein Walzer soll es sein. Und wie es der Zufall so will, kommt ein Wanderer des Wegs und er wird jetzt vorsprechen in der Gesellenherberge mit einem ganz bestimmten Spruch, sonst kommt er nämlich nicht herein. Guten Tag. Guten Tag. Gunst im Verlaub. Gott zum Gruß, ein reisender Handwerksgesell, zünftig zu Fuß. Nach alter Sitte und Handwerksbrauch habe ich mich vor einem Jahr auf die Wanderschaft begeben. Will in Europa reisen, von der Ostsee bis zum Mittelmeer. Und bin gekommen jetzt bis Blankenburg her. Meine Füße tun sich mittlerweile schon schwer, so frage ich denn hiermit an, ob man hier ein Nachtquartier finden kann. Siehste, wer wäre das löblich und ehrbar? Mit Gunst und Verlaub, so spreche ich in der Fremde. Im 50 reisen Gesellen, allzeit eine glückliche Hand und ein herzliches Willkommen in der historischen Gesellenherberge zu Blankenburg am Harz. Sei begrüßt. Namens Herbachsförder. Warum wandern Sie heutzutage? Also bei uns heißt es du. Also gut, ich bin der Gunther. Ich bin der Jörg. Prost. Und warum? Prost. Warum wandert man? Ja, ich will einfach im Beruf was dazulernen und Land und Leute kennenlernen. Und wo hat dich die Wanderschaft schon überall hingebracht, außer Deutschland? Also ich bin schon in Florida gewesen, in Spanien unten gewesen und auch Bayern. Wenn ich dir jetzt eine Bahncard schenken würde, würdest du dich da freuen drüber? Warum? Bahnfahren ist bei uns verpönt, man wandert nicht. Was hält dich länger am Ort? Die Arbeit, die du bekommen hast, oder die Frau Meisterin, oder vielleicht sogar deren Tochter? Das Schönste ist, wenn es alles dreist ist. Sag doch mal was zu deiner Kleiderordnung. Ja, was soll man zur Kluft groß dazu sagen? Kluft heißt das ja richtig. Ja. Die Kluft kennt dann jeder vom Bau. Und der Stolz eines jeden Fremden ist seine Ehrbarkeit, die er trägt, mit der eingesteckten Handwerksnadel, woran man den Berufsstand erkennt. Die Ehrbarkeit ist der Schlips, würde genau. Man landläufig sagen. Dieser herrliche Ohrring, den du hast, das ist Tradition, nicht? Das haben die. Ja, das hat ein jeder Fremde früher getragen, so wie heute. Früher war der sehr oft aus Gold und hat die den Gesellen abgesichert, falls er tödlich verunglückt ist, um seine Beerdigung zu bezahlen. Oh, das ist ja wirklich sehr interessant. Sagen wir, es gibt auch den freien Begegnungsschacht. Das ist ein Schacht, also wo auch Frauen wandern dürfen. Ja. Nicht? Das ist der einzige, wo ja, Frauen. Das ist der einzige, den seit kurzem. Singen nennt man bei euch Schallern. Ja. Also dann wäre ich ein Schallertan. Genau. Schaller uns doch mal was. Du bist ja der Sänger. Sing es doch einfach in der Herberge mal ein altes Gesellenlied. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Thank you.
Tag, Susi Erdmann. Ihre Wiege stand hier in Blankenburg, auch die Wiege der Rennrodlerin. Später ging es nach Oberhof, heute in Berchtesgaden. Welche Stadt hat den größten Anteil an Ihren großen Erfolgen? Ja, ich glaube schon meine Heimatstadt Blankenburg, weil hier bin ich entdeckt worden. Hier habe ich mit dem Rodelsport angefangen und bin ich zu dem gemacht worden, was ich jetzt bin. Es heißt, Sie seien sehr ehrgeizig. Das ist kein Vorwurf für einen Leistungssportler. Man sagt aber auch, Sie seien Susi sorglos. Wie passt das zusammen? Ja, das ist ein Name aus früheren Zeiten, wo ich noch meine Sturm- und Drangzeit hatte. Und naja, ich meine, da hatte ich halt andere Gedanken als den Sport, ganz normal. Aber ich muss sagen, das trifft heute bei Weitem nicht mehr zu. Ich hoffe, Sie haben die anderen Gedanken immer noch. Jetzt gucken wir uns mal Lillehammer an. Frage ist, was kostet? Den Lauf zur Silbermedaille. Jetzt noch 20, 2/10 Vorsprung, 20/100 Vorsprung. Und was bringt sie ins Ziel? Jawohl, es reicht. Silber haben wir. Und hier die Siegerehrung. Eine riesengroße Freude bricht aus Ihnen über diese Silbermedaille. Genau. Es gibt im, herzlichen Glückwunsch noch dazu, genau. Es gibt im Rennrodeln gibt es den Einsitzer der Herren, Einsitzer der Damen und dann den Doppel der Herren. Da fehlt eigentlich irgendwas, ne? Es gibt das Doppel der Damen gibt es nicht und was mich vor allem interessiert, das gemischte Doppel gibt es nicht. Doch, das Doppel gibt es seit, also dieses Mix-Doppel seit einem Jahr und wenn du Lust hast, könnten wir es mal probieren. Darauf arbeiten wir irgendwann jetzt hin. Das wird und jetzt toll. Gehen wir zum Start der Giganten. Es fährt nämlich der Bürgermeister von Blankenburg gegen den Bürgermeister von Wolfenbüttel, der Partnerstadt von Blankenburg, jetzt Rennrodel. Und Sie machen den Spurschlitten. Genau so ist es. Toi, toi, toi. Viel Volk aus Blankenburg und seiner Partnerstadt Wolfenbüttel hat sich hier auf dem Marktplatz versammelt, feiert gemeinsam und fiebert dem Höhepunkt des Tages, dem Rennen der beiden Stadtoberhäupter im Rennrodeln entgegen. Hier die Tanzgruppe Wolfenbüttel. Die Kinderfolklore-Gruppe Wienrode. Das Blasorchester aus Wolfenbüttel. Bei dieser Riesendame handelt es sich um die Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel, die spätere spanische Königin, Kaiserin von Österreich und Mutter Maria Theresias. Elisabeth Christine hat viele Tage ihres Lebens auf dem Schloss in Blankenburg verbracht. Sie war in Spanien außerordentlich beliebt und deshalb traditionsgemäß zur Gigantin erhoben. Die in Wolfenbüttel lebende Spanierin Mathilde Ramagosa de Prus hat sie in ihre Geburtsstadt zurückgebracht und heute schaut sie uns von oben herab an, als Tänzerin ein bisschen zu groß geworden. Wobei, mit mir als Partner, aber jetzt bin ich erstmal der Starter. Los geht's, auf die Plätze, fertig! Los! So, und jetzt wird sich erweisen, ob Susi Erdmann ihre olympische Form hat halten können im Kampf gegen die junge Blankenburgerin Sylvia Schupp, deren Schubkraft offensichtlich nicht ganz ausreicht. Doch da, Suse, liebe Suse, fast raschelte das Stroh. Nochmal gut gegangen. Und da ist sie mit einer Länge Vorsprung durchs Ziel. So, und mir ist es gelungen, die beiden rivalisierenden Stadtoberhäupter kurz vor ihrem Start noch vor die Kamera zu bekommen. Nun haben wir doch noch Kaiserwetter mitten im April. Kein Wunder, Herr Kaiser, der Bürgermeister von Blankenburg steht neben mir. Herzlich willkommen. Und der Bürgermeister von Wolfenbüttel von der Partnerstadt. Herr Essmann, Sie haben ja 4 Partnerstädte. Ja, das ist richtig. Ja. Warum haben Sie diesmal nun Wolfenbüttel eingeladen? Ganz einfach. Gemeinsame Geschichte bindet. Und unsere gemeinsame Freundschaft jetzt nach der Wende ist ein doppelter Grund und die geografische Nähe ein dritter. Herr Essmann. Nomen est omen, ich könnte auch Essmann heißen, ne? Ja, richtig. Und Sie sind im Vorteil beim Schlittenfahren jetzt, das wissen Sie ja, schon, ne? Aber ich habe mehr Angst als er. Na dann, ich wünsche beiden toi, toi, toi. Danke. Gute Fuhre. Ja. Meine Herren, übertreiben Sie nicht den Ehrgeiz, der Zweite kriegt auch einen Pokal. Auf die Plätze, fertig, los! Zunächst eine reines Kaiserin, sehen Sie mal die Haltung an, er hat vermutlich heimlich bei Susi Erdmann trainiert. Jetzt fährt er auf die Bande zu, touchiert sie hoffentlich nicht. Doch, da ist es schon geschehen. Immer an der Wand lang. Essmann bringt jetzt vermutlich seine Gewichtsvorteile ins Spiel. Trotzdem bleibt zu hoffen, dass die beiden Herren bei der Bewältigung ihrer stadtväterlichen Pflichten kein ähnliches Tempo anschlagen.
Wobei, wenn es in der Kommunalpolitik so langsam bergab geht, kann man ja fast von einem Aufschwung sprechen. Nun kommt es gar zu ersten Stehversuchen. Keiner erreicht das Ziel. Erstmal ist etwas näher dran. Wolfenbüttel hat also gewonnen. Welch dramatisches Ende. Ich befürchte schon, unsere Sendezeit reicht nicht aus. Der Töpfermeister von Blankenburg, Herr Schellenbach, hat wahrscheinlich geahnt, dass keiner von Ihnen beiden durchs Ziel kommt. Deswegen hat er zwei Pokale angefertigt, bitte. Um sicher Überreichung. Gratuliere euch herzlich für diese Reifenleistung. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie mitgemacht haben. Okay, und jetzt los! No beer today. Trotzdem zum Wohl Klostertaler. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl, Willi, Willi. Auch wenn ihr keiner Zunft angehört, kann man trotzdem mit Fug und Recht sagen, dass ihr fahrende Gesellen seid, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ganz bestimmt. Und außerdem sind wir ein Förderverein der Bierbrauerzunft. Jawohl. Zum Glück waren die jungen Klostertaler gerade in der Nähe und deswegen konnten sie vorbeischauen. Ins Bett gehe ich übrigens auch noch nicht, denn ich möchte jetzt zum Stammtisch. Doch zuvor vielen Dank an Sie, verehrte Zuschauer, für die Tausende von Zuschriften nach der ersten Sendung. Es ging um das Für und Wider eines Golfplatzes in Tabard. Die meisten haben es herausbekommen. Aus den vielen richtigen Einsendungen haben wir Herrn Georg Koch, Untergasse 14 in 3, 4, 5, 7, 6 Homberg gezogen. Herzlichen Glückwunsch. Auch heute sollen wir wieder über ein Thema diskutieren und Sie sollen es herausbekommen, worum es sich dreht. Und Sie schreiben dann bitte unter dem Kennwort Guten Tag Blankenburg an das MDR-Fernsehen, Kesselsdorfer Straße 208 in 01169 Dresden. Der Gewinner ist zu zweit vom Team des Kurhotels Fürstenhof für eine Woche in die wunderschöne Stadt Blankenburg eingeladen. Eine Stadtführung, ein Ausflug in die herrliche Umgebung sowie ein großes Überraschungsdinner sind für Sie vorbereitet. So, und wenn ich mich jetzt nicht beeile, dann komme ich zu spät zum Stammtisch. Also, bis gleich. Wir können uns jetzt über alles Mögliche unterhalten. Es gibt noch andere schöne Themen. Über Frauen nicht. Über Frauen? Doch. Jetzt. Jetzt ist das Thema Frauen angesagt. Genau. Sie haben doch da bestimmt viel mehr Erfahrung als wir, weil Sie ja der Ältere sind. Ich kann doch nicht aus der Schule sprechen, wenn das Kind. Auch warum denn nicht? Ja, wir müssen und, doch erst noch lernen. Und Ivo ist, also bitte spricht mal überhaupt nicht. Also, erstmal möchte ich sagen, ich bin ja sehr moderat in dieser Sache. Im Schlafzimmer mag ich es nicht. Wenn Sie jetzt sagen, im Schlafzimmer nicht, zum Beispiel, es gibt ja die berühmte danach. Wir haben viele Diskussionen geführt und am Ende waren wohl die Argumente der die besseren. Der passive wird natürlich sogar ganz erheblich geschädigt. Dem Passiven kostet es aber weniger Geld, ne? Also insofern müsste er ja eigentlich, er müsste ja viel reicher sein, ne, als der. Nein, ist er nicht. Als der Aktive. Das Waschpulver, was er braucht, am anderen Tag, um seine Sachen wieder zu waschen. Also. Und auch das Haar stinkt. Es stinkt. Und ja. Ich darf manche noch erwähnen, wenn man ein hübsches aber Mädchen küssen möchte, was hat, das schmeckt nicht.
Aber wenn ich sie mag, dann küsse ich sie trotzdem, denke ich. Das Thema, da kannst du 100 Jahre werden oder 120, das Thema. Das ist Thema Nummer 1. Aber bloß, hämmer nicht, aber bloß beim Erzählen. Quatsch nicht. Bloß beim Erzählen. Meine Damen und Herren, leider ist unsere Zeit um. Wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder am 10. Mai aus Zittau. Und am Ende eines, wie ich denke, schönen Tages hier in Blankenburg singt der Rundfunk-Jugendchor Wernigerode. Abend wird es wieder. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.